least in your sight, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. Bezirksklasse VfL Hülz 1 gegen TV Borken. Ich denke, dass der VfL Hülz sich mit 9:3 durchsetzen wird, denn nach dem knappen Spiel gegen Merfeld sind die Hülser gewarnt und passen jetzt mehr auf. And I'm waiting for you. Erste Kreisklasse VfL Hülz 2 gegen PSV Bottrop 3. Ich denke, dass der VfL Hülz sich mit 9:2 durchsetzen wird, weil sie unangefochten an der Spitze stehen. Zweite Kreisklasse VfL Hülz 3 gegen TTV Dorsten. Ich denke, dass der VfL Hülz sich mit knapp 9:7 durchsetzen wird, denn vom VfL werden voraussichtlich zwei Spieler fehlen. Zweite Kreisklasse VfL Hülz 4 gegen Arminia Uettendorf 2. Ich denke, dass der VfL Hülz 4 sich mal mit 9:7 durchsetzen wird, denn sie brauchen wichtige Punkte für den Aufstieg. Dritte Kreisklasse VfL Hülz 5 gegen TTV Bottrop 3. Ich denke, dass der VfL sich mit 9:7 durchsetzen wird, denn sie brauchen auch wichtige Punkte, um nicht letzter zu werden, und sie sind zu Hause in der Rückrunde stärker als in der Vorrunde.